Wir brauchen eigentlich nichts. Nee. Weil Bali, haben wir uns mal informiert, kostet einfach nichts. Nee. Hallo, wir leben wie Könige, 6-Sterne-Hotels. Das ist Kevin. Kevin ist niemals pünktlich, behaart wie ein Bär, sehr sportlich, auch wenn man ihm das nicht ansieht. Und obwohl Kevin sehr belesen und gebildet ist, schafft es immer wieder, seinen Alkoholkonsum nicht ordentlich einzuschätzen, sodass jede Party extrem eskaliert. Das ist Carsten. Carsten ist der freundlichste Mensch, den ich kenne. Ein super hochkarätiger Schauspieler, galant und weltgewandt. Und Carsten ist mein großes Vorbild. Vlog, der erste. Freunde, ihr könnt es, ich glaube, das ist der, glaube ich nicht. Freunde, ich glaube, ihr rastet aus, wenn ich euch das jetzt erzähle, ne? Kevin, wo fliegen wir hin? Leute, haltet euch fest. Ihr werdet es nicht glauben. 3 Monate Bali, Indonesien. 3 Monate. Ja? Und was das für euch heißt? Bam! Ich bin selber erschrocken. Und beim ersten Mal, beim zweiten Mal war das ein bisschen... BÄM! Okay, es ist gut. Jeden zweiten Tag gibt es ein Video. Also Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Also freut euch drauf. Es wird vieles Lustiges geben. Und ja, jetzt natürlich erstmal die wichtigsten Sachen, die man für eine Reise braucht. Handys. Tablet. Laptop. Eine Hülle. Externe Festplatten. Ein Joby-Stativ. SD-Karte. Linse. Eine Porträtlinse. Ein Richtmikrofon. Ein Selfie-Stick. GoPro Hero 3. GoPro Session. Equipment für GoPro. Mittelfinger für Cast. Mit dieser Kamera filmen wir. Ein Schaumstoffwürfel, damit die GoPro nicht untergeht. Ein Umschnallgürtel fürs Handgelenk für die GoPro. Damit die GoPro am Surfbrett festkleben bleibt. Ein Stirnband für die GoPro. Und ein Brustgurt für die GoPro. Wir sind noch ein bisschen müde von gestern. Warum, Kevin? Erzähl mal. Wir haben gesoffen. Ja. Ich habe Kopfschmerzen. Mir geht's einfach richtig scheiße. Ich habe Hunger, Durst. Hunger. Ich muss auf die Toilette. Hunger, Durst. Lass mal ein Brötchen kaufen. Und ein Käsebrötchen. Was hast du, Kevin? Ich hab ein geiles Ei. Und die verspeisen wir jetzt mal genüsslich. Jetzt haben wir gut gegessen. War richtig gut. Lecker. Und jetzt gehen wir erstmal ab in die Apotheke. Auf geht's. Nach dir. Guten Tag. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Wir fliegen 3 Monate nach Bali, Indonesien, und wir brauchen Medikamente. Ja. Für unsere Reiseapotheke. Ja, das ist gut. Dann haben wir es richtig. Ja, genau. Können wir nochmal alles, was wir jetzt haben, einmal so stellen und kurz mal beschreiben? Ja, also das war einmal das Mückenschutzmittel, gerade in dem Blick, weil vielleicht Malaria-Gefahr besteht. Dann zur Desinfektion die Salbe. Auch auf Wunden nachher, damit sich nichts entzündet. Dann kurzfristig schnell mal zur Desinfektion das Octinisept-Spray. Lopedium gegen Durchfall bei 2 Personen und 3 Monaten sicherheitshalber 2 Pakete. Und natürlich, ganz wichtig, ein Schmerz- und Fiebermittel. No? Auch bei Entzündung. Verbandsmaterial haben Sie da. Das habe ich alles da. Ja, Erste-Hilfe-Kasten, das habe ich schon alles. Gut. Supi. Ja? Ja, perfekt. Ja. Und damit haben wir den wichtigsten Einkauf schon fast erledigt. Was mir bei Bali, Indonesien einfällt, ist immer, denken Sie daran, dass da so viele Vergiftungsfälle mit dem Alkohol war, wegen dem Methanol. Methanol, ne? Ja. Das kommt ein bisschen im Hinterkopf. Ne? Ja, da muss man auch saure Sachen trinken. Ne? Ja, ja, richtig, ja, richtig. Ja. Das ist super. Alkohol kommt nicht in die Tüte. Ja, das ist krass. Ja, was? Danke für die super Beratung. Ja, alles klar. Gut.
Ja, ich hoffe, das ist... Ja, das war's auf jeden Fall. Vielen Dank. Jetzt das Glück, dass ich mir auch noch ein paar Minuten Gedanken machen konnte. Alles klar. Ja, schönes Wochenende. Ja. Perfekt, dankeschön. Tschüss. Ciao. Was geht ab, meine lieben Freunde? Das war's in der Apotheke. Das war die erste Folge. Am Mittwoch folgt die zweite. Richtig. Also. Adios. Adios. Hasta luego. Ich lasse das nicht so stark wie diese ganzen Sprüche. Ja, deswegen. Hallo, meine lieben Freunde. Ja. Was geht ab? Wir sind hier bei Kassen in der Wohnung.